und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Explorer Race GT 50 Edition. Ja, leider gibt es noch ein Video darüber. Und zwar habe ich ja gestern festgestellt, dass die Luftmasse, die dieser Vergaser, den wir neu angebaut haben, nicht hinterherkommt. Und nun habe ich mal was verglichen. Ich habe nämlich noch einen originalen Luftfilterkasten. Was für ein Glück! Und ich habe, wie gesagt, was festgestellt, kein Wunder, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert. Original, rein original, ein anderer. Garantiert kein Luftfilterkasten für diesen Roller. Es kann nämlich auch damit zusammenhängen, dass dieser Roller damit auch deshalb nie richtig laufen wollte. Weil, wenn man sich mal die Stutzen anguckt, guckt euch mal den Volumen von den Stutzen an. Ja, ich glaube, das sieht man. Lufteinlass, Moment, der hier ist jetzt falsch rum, so rum. Lufteinlass, ne? Durchmesser von den Stutzen, der auf den Vergaser kommt. Ja, irgendwas ist da nicht korrekt. Deshalb, da ich jetzt diesen noch liegen hatte, wie gesagt, was Glück war, nutzen wir jetzt diesen Original auf diesen Vergaser. Und aber vorher muss ich ihn nochmal nachschauen, ob hier drin alles in Ordnung ist. Ja. Zur Not kann ich ja hier von dem Filter nehmen, falls irgendwas sein sollte. Deshalb, nächste Teil. Wir öffnen jetzt mal den originalen Luftfilterkasten. Ja, okay. Ja. Das ein bisschen nachreinigen. Dann könnten wir theoretisch auch diesen Filter weiterhin nutzen nochmal. Ja, so. Er ist nicht der neueste, aber ist in Ordnung. Diese beiden Teile puste ich erstmal mit Druckluft aus, dass das ja sauber hier drin ist. Gut, den Filter habe ich jetzt auch ausgepustet und setze ihn jetzt natürlich erstmal ein, um zu sehen, funktioniert der Vergaser damit. Er sollte jetzt normal schon funktionieren, weil wir ja zum Original zurückkommen. Deshalb das jetzt hier alles sauber verschrauben und ordentlich einsetzen. Deckel drauf und verschrauben. Ich habe mein Sortiment mal rausgenommen, weil hier fehlen nämlich Schrauben und die ich jetzt erstmal ergänzen werde, dass wir diesen Filter auch von den Schrauben komplett zusammen haben. Ja, das sollte man schon machen. Ich meine, das ist eine einmalige Sache und es wird sich dann rausstellen, ob dieser Filter, tja, funktioniert. Die Düse an dem Vergaser muss allerdings auch noch getauscht werden. Das machen wir natürlich gleich anschließend, sobald ich hierfür alle Schrauben habe, weil hier fehlen in dem Filter jetzt nämlich auch Schrauben, ja, und zwar 1, 2 Schrauben fehlen hier noch, die suche ich nochmal raus. Es ist doch immer wieder schön, wenn man so eine Schraubenkiste nochmal hat, wo man rumkramen kann. Und nun ist auch der Luftfilterkasten komplett mit seinen Schrauben, alles ist soweit dicht. Ja, dann heißt es jetzt rüber zum Vergaser. Düsenumbau. Vergaser ist soweit gelöst, also rausziehen, was drunter legen, dass wir hier nicht irgendwas mal in den Ansaugstutzen reinschmeißen und auf den Kopf legen und natürlich den Deckel lösen, weil
Wir tauschen jetzt die Hauptdüse. Ich weiß auch gar nicht genau, was hier für eine Hauptdüse verbaut ist gerade. Deshalb gucken wir dann mal, was wir gerade hier tauschen. Jetzt läuft der Sprit auch raus. Gut, bleibt nicht aus. Gucken, ob der Deckel locker ist. Sollte eigentlich. Wohl noch nicht ganz. Nochmal die eine oder andere Schraube hier lösen. Ja, doch, sieht gut aus. Und irgendwas hängt hier noch leicht. Jetzt ab. Okay. Gut, die Schrauben kann ich gleich sammeln. Aber guckt euch mal diese Dichtung an. Die geht in eins durch. Also das ist mal richtig schön. Das finde ich genial. Die Hauptdüse nehme ich jetzt hier mal raus. Okay, jetzt hat sich hier gerade noch was verkeilt. Gut, jetzt ist wieder alles okay. Die Hauptdüse rausnehmen und mal schauen, ob wir hier eine Größe erkennen können. Bei den Nachbauten ist es meistens so, dass man das nicht sieht. Oh, die ist auch ganz schön volumig, mein lieber Mann. Wie gesagt, das ist, guckt euch mal diesen Oschi hier an. Das ist doch eine richtige Granate. Und man kann auch nicht sehen, was ist das für eine Düse. Das ist immer das Problem, wie ich sagte, mit den Nachbauten. Ich öffne jetzt diesen Vergaser. Schrauben sind los, Deckel runter und wir gucken uns jetzt mal diese Hauptdüse an. Das war, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht. Wir gucken einfach mal. Ja, also von der Stärke her passt das Gott sei Dank. Das ist schon mal sehr gut. Ja, sauber ist sie auch und was ist das jetzt für eine Düse? Das ist auch schon eine ohne Einstanzung. Nicht so schön. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was für eine Hauptdüse reinkäme. Ich gucke noch mal genauer. Aber es ist schon ein Unterschied da. Also die, die jetzt reinkommt, ist auf jeden Fall kleiner als diese. Die hier hat ja einen ganz schönen Durchlass. Deshalb nehmen wir diese jetzt mit rüber und setzen sie ein. Ich muss schon sagen, an diesem Roller wurde ganz schön Morgs betrieben. Anders kann ich das jetzt eigentlich gar nicht auslegen. Was da jetzt alles auf einmal kam und was man jetzt auch noch festgestellt hat. Ralf hatte ihn natürlich guten Gewissens gekauft, aber letztendlich wusste er auch nicht, auf was lasse ich mich da ein. In der Hoffnung, ja, Peter wird das schon richten. Nur ich selbst sehe gerade, was ich hier so zu tun habe. Gut, Deckel drauf. Nun sollte ja alles funktionieren. Wir hoffen. Wir setzen erstmal den Vergaser wieder an. Aber die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Hier darf ich noch ein bisschen weiter aufspannen anscheinend. So, das sollte reichen. Jetzt sollte er aber auch wieder reinrutschen. Na, wer sagt's denn? Funktioniert doch. Verschrauben, anschließen und dann geht's gleich ja an den Luftfilterkasten. Wie es aussieht, sitzt alles an seiner Position. Ja, erstmal ein Start ohne Luftfilterkasten und danach setzen wir den Luftfilterkasten auf. Mal wieder ein Startversuch.
erstmal Sprit nachrutschen. Ich habe ihnen doch ein bisschen zu viel Gemisch gegeben, dass ja ein bisschen zu viel Öl im Benzin mit drin ist, dass er deshalb auch ja so räuchert natürlich. Schön ist ja nicht, ne? Aber bevor der Zylinder zerstört wird, lieber so. Tja, was das soll, weiß ich auch nicht. Einmal nimmt der Gas an, auf einmal hochtourig. Dann wieder untertourig, dann nimmt er wieder kein Gas an. Also ich bin an Verzweifeln. Muss ich schon sagen, das ist nicht normal. Also es ist doch alles gemacht. Was will er noch mehr? Ja, so komme ich auch nicht weiter. Letzte Hoffnung, Bremsenreiniger, um zu sehen, zieht ihr irgendwo Falschluft. Ansaugstutzen ist komplett dicht, also kommt nichts davon rein, aber er muss jetzt irgendwo noch ein Leiden haben. Ganz ehrlich, ich bin auch so langsam mit meinen Lateinen hier am Ende, wo mich das Ganze auch schon anfängt zu nerven, muss ich schon so sagen, weil wir kommen hier mit diesem Roller auf keinen grünen Zweig. Was soll ich hier noch alles verbauen, dass er überhaupt wieder läuft? Selbst da sind mir dann wirklich meine Erfahrungen, nützen mir da auch gerade nichts mehr. Wenn man nicht weiß, woran scheitert es an diesem Roller. Einmal läuft er, einmal läuft er nicht. Irgendwo sind ja auch bei mir Grenzen, wo ich dann sage, am liebsten in die Ecke stellen und tschüss. Ich habe ja nun einiges schon getan, um ihn zum Laufen zu bringen.
Der Schwimmer läuft auf jeden Fall frei und sauber. Woran soll es jetzt noch liegen? Ich nehme jetzt nochmal die Standgasdüse raus, guck mir die Standgasdüse an. Und wie gesagt, also so langsam weiß ich dann auch nicht mehr. Ich halte die Standgasdüse Ja, okay. Dürfte aber normal nichts dran sein. Ich puste mal die Standgasdüse durch. Ja, das kann man jetzt nicht genau sagen. War sie ein bisschen dicht oder nicht? Es braucht ja nur ein bisschen was davor sitzen, schon läuft nichts. Gut, Standgasdüse wieder zurück und nochmal die Hauptdüse raus. Die sieht natürlich auch schon ganz schön angegriffen aus, aber naja, was will man machen? Standgasdüse raus und auch nochmal durchgucken. Nochmal ins Licht halten. Ja. Sieht eigentlich ganz gut aus. Nochmal mit Luftdruck durchgehen. Und nehme einen anderen Schraubendreher dafür, weil diese Düse auch schon, wie gesagt, leicht angegriffen ist. Gucke nochmal. Ja. Viel kann ich hier auch nicht mehr machen. Muss ich wirklich so sagen. Wenn jetzt nichts fruchtet, dann würde ich sogar sagen, ich gebe den Roller so zurück. In schlechterer Verfassung ist er dadurch nicht. Aber wenn ich nicht weiterkomme und schon nicht mehr weiß, was ich da noch jetzt dran verändern soll oder machen soll, wobei ich auch merke, die Dichtung wird auch immer größer. Die sitzt hier schon gar nicht mehr richtig sauber drin. Wenn ich sie hier reinsetze, dann wächst diese Dichtung hier komischerweise irgendwie mit. Tja, also Ralf wird mich bald für verrückt erklären, kann ich nur so sagen. Weil wir kriegen hier nichts geregelt an diesem Roller. So. Nochmal starten. Standgas. Benzin rein, das Öl verdünnt. Ich denke mal, er kriegt zu viel Öl, weil er rollt halt ja die ganze Zeit. Das war wahrscheinlich ein Schwung zu viel. Aber naja, wir gucken mal.
schon besser an. So, aber erstmal die Räucherware ausmachen. Kennt ihr dieses Gefühl, ja, so innerlich versagt zu haben, weil nichts vorangehen will? Ja, das arbeitet bei mir gerade so ein bisschen. Aber aufgeben geht nicht. Wir können einfach nicht aufgeben. Der Roller muss ja laufen. Und ich denke mal, jetzt sieht es aus, als wären wir schon mal auf einen etwas besseren Weg. Das heißt natürlich nochmal Benzin besorgen, hinten im Tank ein bisschen Benzin nachgießen. Ich denke mal, das Gemisch ist doch sehr fett angereichert gerade. Und deshalb dieser unruhige Lauf, könnte man dann sagen. Ne? Dieses nicht vernünftig sauber Laufen, weil ich wahrscheinlich einen Schluck zu viel reingemacht habe. Kommt vor, aber bevor ich wieder einen Kolbenklemmer hier konstruiere, oder ich dann einen Kolbenklemmer konstruiere, lieber nicht, dann lieber ein bisschen fetter als zu mager. Das war's schon wieder. Wochenende nähert sich. Euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bleibt gesund, bleibt am Ball, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns. Tschüss.